Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Elex. Und ich habe total vergessen, was ich mir überlegt hatte, was ich tun wollte. Das hatte ich nämlich nach der letzten Aufnahme gemacht. Also ich hatte festgestellt, dieses Firmengelände ist ein bisschen gefährlich. Und da auf dieser Insel ist es auch ein bisschen gefährlich. Eigentlich ist es überall gefährlich. Den Hafen hatten wir ja letztes Mal erkundet. Ja, ist echt ein bisschen schwierig. Ich hatte gedacht, dass wir das hier machen könnten, aber ich bin mittlerweile eher im Zweifel, dass wir hier Roga finden. Aber man könnte natürlich mal gucken, was hier mit diesen Gebäuden ist. Das heißt, ich porte jetzt einfach mal dahin. Mal schauen, ob ich das jetzt hinbekomme. Das müssen früher friedliche Zeiten gewesen sein. Ach du Scheiße. Oh Gott, das ist ein Totenkopfhühler. Geh weg. Oh Gott. Oh Gott. No. Du sollst hochspringen. Boah, das ist manchmal so ätzend. Also mit der doppelten Shift-Taste, das funktioniert teilweise gar nicht. Ich habe aber auch mittlerweile das Gefühl, dass meine Tastatur einfach ausgenuckelt ist. Also ich werde mir wahrscheinlich irgendwie Ende des Jahres eine neue zulegen, weil ich jetzt so oft Probleme habe, dass Tasten nicht richtig funktionieren. Auch so habe ich das nicht nur jetzt im Spielen, sondern teilweise auch beim Schreiben, also beim Tippen. Deswegen, eventuell gibt es eine neue Tastatur bald mal. Ich habe auch schon eine im Auge, also es ist eine mechanische mit den braunen Cherry-Tasten, weil ich einen so harten Anschlag habe, dass ich mit anderen Tasten gar nicht zurechtkomme. Oh Gott, was ist das für ein Monster da? Ja, ich glaube, den hatten wir auch schon mal festgestellt, dass der ein bisschen. Was macht der die ganze Zeit? Ich habe, glaube ich, die falsche Taste erwischt gehabt fürs. Ich wollte mit Alt sprinten, wie in Skyrim. Beziehungsweise in Nerim. Das war schlecht. Ich glaube, hier waren auch irgendwelche Viecher, ne? Ich weiß es nicht mehr. Ja, mir auch. Wir sind hier de de deutlich zu viele Gegner. Geh mal hier runter. Ich versuche einfach mal hier. Stimmt, hier waren diese Stalker, ne? Großartig. Ich versuche einfach mal hier so lang zu laufen. Oh no. No, 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 no. Not again. Ich will nicht raustappen. Ich hatte jetzt beinahe wieder rausgetappt. Ich weiß nicht, was das für Viecher sind, aber wenn die so auf mich zugepest kommen. Oh Gott, Spinne. Ach, das ist doch alles furchtbar hier. Oh, und hier sind Alps. Scheiße. Habe ich wenigstens die Monster zu den Alps gelockt? Dass die sich da mit denen verlustieren müssen? Ich weiß es nicht. Komm hier hoch. Und weiter. Oh mein Gott. Die totale Katastrophe. Ich versuch's mal mit hier hoch. Vielleicht ist das. Kann man hier irgendwo entkommen? Das ist ja grauenvoll. Also die Alps da, die habe ich jetzt. Die haben mir jetzt den Rest gegeben. Komme ich hier hoch? Ohne runterzufallen? Ja. Oh Gott, hier ist verstrahlt. Großartig. Ja, hier ist es voll verstrahlt. Warum ist es hier so verstrahlt? Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Nein.
Okay, ich dachte, vielleicht komme ich da noch hoch. Ich höre nur dieses... Okay. Gut, der Plan war doof. Ah ja, aus irgendeinem Grund sind wir hier. Was jetzt irgendwie suboptimal ist. Aber jetzt weiß ich wenigstens, da unten ist Strahlung. Kommen die eigentlich hoch? Weiß nicht. Die tummeln sich da unten, aber die kommen scheinbar nicht hoch. Nehmen wir doch mal... Wenn hier Zeug ist, das wir mitnehmen können, nehmen wir das doch einfach mal. Oh, ein Heiltrank. Dann hatte ich dickes Blut. What the f... Ein Hammer. Oh, eine Nachricht. Kurz vor der Küste. Haben das Auto zurückgelassen und sind zu Fuß weiter. Wir wissen nicht einmal, ob es dort einen sicheren Ort gibt. Das Radio rauscht schon seit einer ganzen Weile nur noch. Niemand weiß, was da draußen eigentlich los ist. Aber was sollen wir sonst tun? Okay, Duras hat einen geschwächten Alp gekillt. Sind die vielleicht wegen der Radioaktivität da geschwächt? Es wäre schön, wenn die Kampfmusik aufhören könnte. Hier ist es schlecht. Kann man hier so hinterbleiben? Nein. Oh mein Gott. Aber jetzt hören sie auf zu kämpfen. Wenn Duras jetzt... ich glaube, wir haben sie dadurch vom Kämpfen abgelenkt. Aber da unten das Viech, das müssen wir, glaube ich... Eine Pestratte. Die müssen wir, glaube ich, mal platt machen, damit wir runter können. Ich treffe sie, aber ich treffe sie nicht. Also, ich habe keine Ahnung. Doch, sie ist fast down. Okay. Dann machen wir mal Bogen weg. Okay. Die Alps werden mich natürlich sehen. Wenn ich Pech habe, aber vielleicht auch nicht. Ich glaube, die sind dahinter. Da ist noch eine. Ja, komm her. Komm schon. Ja, komm. Blödes Viech. Ah. Das ist natürlich schlecht, wenn man dann versucht wegzuspringen und in dem Moment... Habe ich Glück und die Alps da oben sehen mich nicht. Obwohl ich direkt hier unten stehe und sie mich eigentlich sehen müssten. Jetzt gehen wir mal hier. Aber ich habe jetzt keine Lust, gegen die Alps zu kämpfen. Das waren so viele. Das sind, glaube ich, immer noch vier. Das schaffe ich nie und nimmer. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte essen. Und eigentlich wollte ich die Waffe auch gar nicht gezuckt lassen. Obwohl da hinten ist... Was ist da? Ein Hornwolf. Schläft der? Der schläft. Jetzt schläft er nicht mehr. Ich habe vergessen zu blocken. Ich habe vergessen zu blocken. Das war doof. Ich wollte blocken. Ich habe jetzt wirklich... so langsam die Nase voll hier. Man wird ja echt überall angegriffen. Es gibt ja nichts, was einen nicht angreift. Es gibt ja auch niemanden, der einen... Also, ich meine, man hat ja auch kaum mal Begegnungen ohne Angriffen. So, wenn da hinten... Oh, bin ich schon an der Insel? Ja, bin ich. Ja, ich glaube einfach nicht, dass ich die schaffe. Muss ich gestehen. Das ist schon ziemlich... Ich weiß nicht, ob ich einen von denen hier hin, so weit hinlocken könnte, aber die kommen alle. Und ich mache nicht so viel Schaden. Das ist das Problem. Nein. Lass mich nur machen.
Obwohl, wenn das jetzt nur einer ist, könnte man ihn vielleicht... Oh, können wir das blocken? Wenn die so einzeln hier wegziehen kann, dann geht's vielleicht. Oh, einzeln wegziehen. Da kommt schon der Nächste. Und der schießt natürlich. Schnell. Trank. Der hat aber auch schon Schaden. Okay, der zweite. Okay. Man könnte es schaffen. Ich weiß nur nicht, ob die alle... Wie stark die sind. Bin schon da. Oh. Das war schlecht. Ja, ich muss so stehen. So stehen, dass die. Oh, es sind drei. Verdammt, ich dachte, es wären zwei. Oh Gott. Vielleicht kann ich sie so austricksen. Ich weiß nicht, ob ich hier rumlaufe. Oh Gott. Wie viele sind da? Wieso ist das alles rot? Wieso ist hier so viel rot? Wie viele sind hier? Oh oh. Ich bin tot. Ich bin tot. Irgendwas hat mich hier gebrutzelt. Das war jetzt gerade... Ich war überfordert. Sachen, die ich gleichzeitig machen musste. Okay, es sind drei noch. Aber die könnten wir schaffen. Die könnten wir schaffen. Es kann ein bisschen dauern. Habt Geduld. Ich kann mal gucken. Kann ich das looten oder entdeckt er mich? Alex sieht mir nicht. Upsa. Gott, ich treffe nicht. Nein, bleib stehen. Quatsch. Falsche Taste. Warum geht das nicht? Oh, das funktioniert so nicht. Warum rüstet er den Schild nicht aus? Hat sich einen Trank genommen gerade, wo ich keinen nehmen wollte? Wo ich ihn jetzt bräuchte, wird er nicht reichen. So. Ich wollte eigentlich die 4 drücken, aber habt ihr aus Versehen die 5 gedrückt und... Oh, muss der jetzt kommen? Kann ich jetzt echt nicht brauchen. Geh weg. Ich kann dich jetzt nicht brauchen. Ich sehe dich nicht, vor allen Dingen. Oh, yeses. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich könnte tricksen. Du bist tot, kein Zweifel. Oh oh. Ja, die Berserker sollten davon erfahren. Das war jetzt nicht ganz, wie die Quest gelöst werden soll. Nehme ich an. Aber das ist mir egal. Wo ist Duras? Kommt der noch? Der liegt da rum. Der ruht sich aus. Der kommt gleich. Der kommt gleich. Hoffe ich. Ich war gerade mit den Knöpkes überfordert, muss ich gestehen. Ich habe, ich merke jetzt mal, wenn ich oh, da ist er. Immer wenn ich eine Weile nicht gespielt habe, dann, puh. So, großer Aufzug, nein. Und der Ruine, ja. Ich habe jetzt zwar die Leiche von den beiden anderen Alps nicht plündern können, die Leichen nicht plündern können, aber egal. So, da ist ein Lagerfeuer, das heißt, da kann ich ein bisschen was, hoffentlich ein bisschen was Fleisch braten. Okay, das ist gut. Nicht so viel, aber, nee, Moment, ich muss zu...
Ich wüsste, es ist Nacht, ne? Die Sterne sind am Himmel. Ich komme immer nur nachts in Goliath an. Es ist zum Speien. Und da ich irgendwie hier kein Bett bisher gefunden habe, das ich benutzen kann. Ich habe wirklich, ich glaube, ein einziges Mal habe ich hier ein Bett gehabt. Weil die mich ja immer rausschmeißen, überall. Und nur in der Wildnis schon mal schlafen konnte, habe ich hier wirklich das Problem, dass mir, dass ich hier dann immer die Zeit totschlagen muss. Was ich sehr ätzend finde. Kann man hier rein vielleicht? Ist hier vielleicht irgendwo was? Ein Bett? Ist hier ein Bett? Nee. Gibt es nur verbotenes Zeug, aber einen Hammer will ich eh nicht. Oh, was ist das denn? Urans Schuldenbuch. Bist du dir sicher? Da könnte ich doch mal einen Blick reinwerfen. Wer ist denn immer Uran? Der Name kommt mir irgendwie vage bekannt vor. Für sie tut es mir leid. Urans Schuldenbuch. Sinda, zweimal nicht bezahlt. Habe mir aus ihrem Lager als Gegenleistung einige Nahrungsmittel geben lassen. Druck. Bezahlt immer, aber wartet mir damit zu lange. Habe mir während er betrunken war seine Waffe als Pfand genommen. Angrim. Bezahlt nie. Ein Warlord zu bestehen ist gefährlich. Habe stattdessen Joras Splitterbeutel genommen, als er auf einem meiner Tische eingepennt ist. Alva ist dauernd total breit und macht Ärger. Habe ihm ein paar seiner Splitter abgenommen, als er total dicht im Schlamm lag. Habe ihm seine Waffe abgenommen, als er wieder mal total dicht im Schlamm lag. Habe ihm die restlichen Splitter abgenommen, als er total dicht auf dem Tisch lag. Er scheint nicht mehr zu kommen. Schade, er wäre ein guter Kunde. Ja, das ist der, der tot ist. Oder sowas. Wo er wohl die ganzen Sachen hat, die er hier beschrieben hat. Ja, Waffen, Splitter. Das ist hier unter der... Das ist quasi das Alkohollager unter der Taverne. Also das wäre natürlich cool, wenn wir die Sachen irgendwie finden könnten. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie ein... Ja gut, das hat Oran wahrscheinlich in seiner... In der... Da oben in der Taverne drin gelagert. Ich nehme nicht an, dass er das irgendwo anders liegen lässt. Wahrscheinlich. Oder er hat irgendwo ein Geheimversteck oder so. Das kann ja auch sein. Haben wir eigentlich irgendwas anderes mal, was wir mal essen können? Wäre vielleicht mal eine Maßnahme. Die gute Drüsensuppe. Nein, nee, hier kommt eine Brause. Energieriegel. Bisschen Trockenfleisch. Da müssten wir eigentlich bald gesund sein. Ich beobachte dich. Ja, hier, ja, die schmeißen mich immer raus. Hier ist das. Hier ist eine Nachtwache. Ach so. Ich dachte, das wäre Sinda, die wach ist. Verdammt. Was ist eigentlich in der Taverne los, wenn man abends hier ist? Das habe ich noch gar nicht. Lange höre ich mir das nicht mehr an. Bist du dir sicher? Ist das so? Denkst du? Hey, hier hat er seine Sachen wohl nicht. Er steht immer noch außen. Vielleicht, ich weiß jetzt nicht, wo Oran sein Haus hat, also wo er schläft. Er scheint ja irgendwie nicht zu schlafen. Der Mann, der nie schläft. Der immer ewig hier draußen steht. Gibt's hier was? Ich frage mich wirklich, wo er das Zeug hat. Nee. Ja, das ist echt doof jetzt. Ich hasse es, nachts hier anzukommen. Es ist super kacke. Man kann nichts tun. Außer Pflanzen zu pflücken. Ein paar Sachen mitzunehmen, die wir vielleicht irgendwo mit übersehen haben, die man mitnehmen kann, ohne dass man sofort kopfkürzer gemacht wird. Pfeile. Sehr schön. Und nun? Gute Frage. Nächste Frage. Ist da oben eigentlich was? Komm. Okay.
Du sollst ein blödes Jetpack benutzen. So. Eine Heilpflanze. Aber sonst nichts. Und ein bisschen Aussicht. Aber sonst nichts. Ja. Es ist ein bisschen doof. Man kann auch nicht erkennen... Ich glaube, irgendwie... Die Karte sagt es einem nicht. Und ich glaube, ansonsten erfährt man es auch nicht, wo irgendwo... Ja. Kann man beide anlegen? Nee, man kann nur einen Ring anlegen. Das ist ja auch schon wieder scheiße, oder? Das ist doch schon wieder scheiße. Warum nur zwei Ringe? Wir haben doch zwei Hände. Zumindest auf jeder Hand einen Ring, fände ich gut. Wo war jetzt nochmal? Wir müssen mit... Ja... Wahrscheinlich Angrim, genau, zu Angrim. Komm. Wir gehen mal zur Schmiede. Wir schlafen dafür irgendwie alle, oder? Zu spät jetzt. What the... Hallo. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Wir sind hier auch immer sehr... Sind immer sehr gesellig. Das ist nicht mein Bier. Man kann auch nicht mit denen reden. Also man kann ja nur mit Charakteren reden, die ein bisschen, ne? Die irgendwie benamst sind. Und die sind nicht benamst. Ich könnte mal gucken, ob ich da oben noch das restliche Elixit mitnehme. Da habe ich ja alles weggeräumt, was da war. Vielleicht liegt da auch wieder Neues. Ih, was ist das denn hier? Kakerlaken. Igitigitigitigit. Hast du vielleicht... Ach, könnte ich was verkaufen? Zeig mir deine Ware. Verstanden. Irgendwelches Zeug, das ich loswerden kann? Die Metallschwinge habe ich tatsächlich. Aber die ist halt... Braucht so viel Stärke noch. Aber ich werde sie mal aufbewahren. Ich werde den verkaufen. Mal gucken, hier habe ich doch bestimmt noch wieder Zeug eingesammelt, was ich verkaufen kann. Was ist das eigentlich? Stims. Eine Resistenz gegen Bluten. Aha. Das ist natürlich nicht schlecht. Man kriegt zwar weniger Erfahrung, aber für 90 Sekunden, das ist ja nicht so schlimm. Okay. Schützt vor Kälte und macht sich gut als Dekoration. Okay. Ich werde mal die Trophäen verkaufen wieder. Ich habe einfach keine Ahnung, was ich damit tun soll. Darum verkaufe ich sie. Und behalte nur die Dinge, die wirklich Wertsache oder Rohstoff stehen haben. Und auch diese ganzen Tagebücher und so, das verkaufe ich auch nicht. Ich hatte hier noch Dinge. Krempel. Ja. Drei Besen habe ich mitgenommen. Wow. Ja, das verkaufe ich alles. Ich will das alles nicht. Ich habe das nur mitgenommen, damit ich es verkaufen kann. Okay. Okay, Klopapier. Yeah. Gut. Das sieht schon mal wieder ein bisschen besser aus, ne? Ja, wir haben hier... Also das kann ich ja nicht benutzen. Das ist ja... Wäre natürlich nett. Das ist wie mit der Metallschwinge, die ich da jetzt habe, die ich nicht benutzen kann. Ist ähnlich von den... Also auch 36. Obwohl, hier brauche ich nur 36 Stärke. Bei dem anderen brauche ich, glaube ich, irgendwie mehr Konstitution und... Ja, keine Ahnung... Das
auch ganz schön teuer. Auch den kann ich nicht benutzen. Ich habe zu wenig Konsti. Das ist alles so ein bisschen, ja. Wie gesagt, ein bisschen doof. Ich brauche mal ein paar Pfeile. Gut. Ja. Ist immer noch Nacht. Der raucht. Ja, ich werde jetzt hier nichts durch die Gegend hauen. Nicht, dass ich wieder aus Versehen jemanden treffe. Das eine Mal den einen Werker, der hier, obwohl ich hier war, im Trainingsbereich, ja, eindeutig im Trainingsbereich, tauchte der plötzlich ja auf und ich habe ihn gehauen. Wo ich das gar nicht wollte. War hier eigentlich noch was? Ein Speer. Den habe ich vorher noch nicht gesehen. Und der war nicht verboten, also. Ich glaube, hier war nichts mehr, was man nehmen konnte, nee. Ach, schade. Ja, Goliath ist so ein bisschen anstrengend, wenn man keinen Schlafplatz hat, finde ich. Finde ich wirklich anstrengend. Es ist wahrscheinlich in allen Ortschaften das Problem, dass man halt nichts tun kann, solange die Leute schlafen. Wenn ich jetzt hier reinlatsche, Angrim ist nicht wach. Ich meine, es macht ja Sinn, dass sie einen Tagesablauf haben. Aber ich habe nicht mal die Möglichkeit, glaube ich, zu warten. Oder gibt es eine Taste, mit der man warten kann einfach? Ich muss mal gerade gucken. Der man einfach Zeit abwarten kann. Das wäre doch schön, wenn das ginge. Nein. Aber hier habe ich gerade... Nein, ich wollte hier nochmal drauf. Und zwar, was war denn das hier gerade? Fernkampfwaffenmodus F. Das ist wahrscheinlich für... ach, und genau. Über den Schwierigkeitsgrad kann man einstellen. Hier. Was heißt denn? Initial heißt... Wenn der Kampf beginnt, nehme ich an. Oder? Ja, was heißt initial? Bisschen schwierig. Nee, ist Zielhilfe. Nahkampffokus, das ist das. Manuell. Ja, bitte. Weil das nervt mich so. Also der Fokus nervt manchmal wirklich. Man kommt ja teilweise nicht, nicht aus dem Fokus rechtzeitig, was sehr blöd ist. Ja, mal gucken. Ich kann ja mal hier hochlaufen. Hab ja sonst nichts zu tun. Noch ein paar Sachen abgestaubt ist ja auch okay. Bisschen was verkauft ist auch okay. Aber eigentlich würde ich gerne mit Angrim sprechen. Ich habe aber das Gefühl, das dauert wieder ewig. Das muss doch jetzt mal die Morgendämmerung sein, oder? Warum kommt der hier nicht die Stufen hoch? Durast sagt nichts dazu. Finde ich irgendwie super. Ich habe, das letzte Mal habe ich Durast irgendwo stehen lassen, weil ich nicht wusste, was passiert. Aber offenbar interessiert ihn das überhaupt nicht, dass ich das Elixit hier wegnehme. Ob hier noch was ist. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht runter. Es wäre ein bisschen blödes Ende für die Folge. Nee. Okay, ein bisschen mehr Elixit haben wir bekommen. Das ist gut. Ja. Kann ich jetzt eigentlich nur wieder warten, bis der Tag anbricht? Die Folge jetzt einfach beenden? Und warten, bis es halt hell genug ist, bis dann die Nachtwache abgelöst wird von der Tagwache mal wieder. Und dann mit Angrim quatschen. Ja, das hatten wir ja schon mal. Bisschen blöd. Dann mache ich das aber jetzt wieder. Dann bleibe ich hier mal wieder stehen und warte. Einfach. Und das mache ich dann aber natürlich offscreen, das Warten. Ja, ich...
bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Da wird es bestimmt wieder ein bisschen spannender werden. Das war ja jetzt doch, die letzten 10 Minuten waren ja jetzt nur hier rumgelaufen und gewartet. Ein bisschen doof. Und dann mal gucken, was Angrim dazu sagt, dass Ruckner tot ist. Ja, dann sag ich einfach mal, macht's gut. Tschüss, ciao und bis dann.